Ich grüße euch alle herzlichst zurück hier bei Dragon Age Inquisition. Wir machen hier weiter in der Himmelsfeste. Seht euch das mal an übrigens hier. Die ganzen Vögel, die da sitzen. Die ganzen Botenvögel, die sogar auf uns reagieren. Ich glaube es nicht. Okay, wir haben hier noch zwei Texte, die wir lesen wollen. Schwester Liliana wird Zugang zu den Vögeln haben wollen. Bringt die Käfige hier rauf. Rasch. Ja, wie gesagt, die Botenvögel. Ein guter Moment, eine Grenze zu schließen. Die Nachrichten, die uns erreicht haben, sind furchtbar. Es gibt Gerüchte, alle unsere Brüder und Schwestern aus den Reihen der Ferelden Wächter seien tot. Ohne die Grauen Wächter wird die Verderbnis Ferelden verschlingen. Anschließend wird sie sich zweifelsohne ausbreiten. Nach Norden, gen Nevara und in die freien Marschen, nach Westen, gen Orlais. An ihrer Spitze wird ein Erzdämon sein, dem aber tausende Geschöpfe der dunklen Brut folgen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, der Vernichtung ins Auge zu blicken. Viele von euch haben gefragt, warum wir hier bleiben, wenn sich im Osten eine derartige Gefahr zusammenbraut. Der Grund dafür ist ein altbekanntes Problem: Politik. Zu behaupten, Ferelden und Orlais seien zerstritten, ist eine gewaltige Untertreibung. Sie sind wie Hund und Katze. Wir Wächter sind zwar nur dem Namen nach Orlaisianer, doch das scheint die Herrscher Ferelden nicht zu kümmern. Es heißt, der König Ferelden sei tot und sein Nachfolger Loghain Mactier habe verfügt, dass kein Wächter das Land betreten darf. Mactier, ein Volksheld, der mitgeholfen hatte, die orlaisianischen Invasoren aus Ferelden zu vertreiben, scheint keine sonderliche hohe Meinung von unserem Orden zu haben. Vielleicht verzweifelt er an unseren Fähigkeiten. Vielleicht ist er doch törichter, als es uns die Geschichtsbücher glauben machen. Ja, das haben wir jetzt mitbekommen. Aus diesem Grund müssen wir abwarten, selbst wenn Ferelden sehendes Auge in sein Verderben läuft. Eine Rede des Marschalls der Wächter Blackwall aus Val. Oh, das hat Blackwall gesagt. Interessant. Und hier. Eine Nachricht gefunden in Rabenschlag. Sattler. Was ist nun mit diesem Baron Adlerherz los? Mir ist vollkommen egal, wie viele Nachrichten er überbracht oder Leben er dadurch gerettet hat. Er ist ein böses Mistvieh. Als ich das letzte Mal versucht habe, eine Botschaft an sein Bein zu befestigen, hat er mir beinahe ein Auge ausgehackt. Er hat so panisch mit dem Flügel geschlagen und gekreischt, dass die Schwester aufgetaucht ist. Ihr hättet ihren Blick sehen sollen, als sie mir den Brief aus der Hand gerissen hat. Hätte ich ein empfindliches Gemüt, wäre ich auf der Stelle tot umgefallen. Sie dachte wohl, ich würde versuchen, ihren kostbaren Raben zu ermorden. Sie musste ihn nur anguren, und schon ist der Baron friedlich auf ihre Schulter gehüpft und hat sich an ihrem Hals geschmiegt. Wie macht sie das nur? Es scheint keinen Vogel zu geben, der sie nicht mag. Ist das Blutmagie? Es ist bestimmte Blutmagie, oder? Weaver. Interessant. Schönes Bild da hinten übrigens. Mir ist aufgefallen, dass die Qualität, wie ich finde, recht bescheiden ist der Videos. Das liegt überwiegend daran, dass hier diese dunklen Farben vertreten sind. Ebenfalls habe ich gesehen, dass ich meinen kleinen, ich sag mal, Endscreen am Ende vergessen habe. Bei den letzten beiden Videos. Das tut mir sehr leid und wird hoffentlich nicht mehr vorkommen. So, ich würde sagen, jetzt wie angekündigt auf zum Kartentisch. Man sieht das, hier sind noch sehr viele Gänge verschüttet. Und Wege versperrt. Trotz alledem schon alles sehr, sehr beeindruckend. Ah, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Boah, robuste Beine. Ach, hier ist der Ausgang. Jo, oder so. Aber es wird auf jeden Fall Zeit, dass sich hier drin was tut. In diesem, ich sag mal, Thronsaal. Wenn es regnet, wird es lustig hier drin. Man kommt überall mit einer Schnellreise hin. Das ist auch sehr interessant. Aber okay, wir wollen den Kriegsrat einberufen. Ich bin falsch. Denn wir wollen zusehen, dass wir hier jetzt auch mal ein bisschen Action ins Rollen bringen. Hallo. So. Puh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kriegsrat einberufen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, mein erstes Ziel wären eigentlich jetzt wirklich, ja.
die Information über die Wächter Ferelden. Den Wächter finden. Die Mission müsste fertig sein, genau. Bitte übermittelt die Inquisition meinen Dank. Ihre Soldaten waren bei der Räumung des Geländes für den Bau des Denkmals eine große Hilfe, zumal allein der Anblick ihrer Uniform allen Beteiligten beflügelt hat. Dieses Monument wird für alle Zeit an die Stärke und Tapferkeit der Gläubigen erinnern. Marquis Durellion. Deutschgriff, dankeschön. Unsere Ressourcenlieferung, okay, dankeschön. Inquisitor, nun, das war erfrischend. Eine offene Schlacht mit als Küchenhilfen getarnten bösen Magiern, fliegenden Feuerbällen und funkelnde Schwerter. Wie in alten Zeiten, ich werde fürs Erste nichts mehr essen, was aus dieser Küche kommt. Das könnt ihr mir glauben. Ob sie mich vergiften wollten, diese verfluchten Kultisten. Jedenfalls bin ich der Inquisition sehr dankbar. Ohne euch hätten wir sie niemals gefunden. König Alistair. Dankeschön. Verpflichtungen im Sinne der Inquisition. Habt ihr den Bericht gelesen? Ja, er war ein wenig ungewöhnlich. Ist der Mann immer so unverblümt? Ja. Okay, Verpflichtung im Sinne der Inquisition. Nun, damit ist die Sache geklärt. Wir kämpfen gegen einen Magister der dunklen Brut, der die Kontrolle über etwas hat, das verdächtig nach einem Erzdämon aussieht. Da kann mir niemand mit dem Argument kommen, dies sei eine Verderbnis. Keine Verderbnis, Entschuldigung. Wir haben Blackwalls Verträge und wir haben einen Anlass. Sidis wird sich leicht überzeugen lassen. Josephine, da würde ich sagen, ist ja perfekt geeignet. Informationen und verpflichtete Soldaten sind ja schön und gut, Inquisitor, aber es ist Gold, was uns diese Dinge und noch mehr sichert. Dann mach das mal. Wir stehen euch zu Diensten. Das will ich auch meinen. Der Preis der Macht. Ja, ich schau gerade mal. Der Earl von Radcliffe, Madame Botschafterin. Ich möchte euch zunächst mein tief empfundenes Beileid über eure Verluste in Haven aussprechen. Es war gewiss Andrasses Wille, der die Überlebenden entkommen ließ. Angesichts dieser Tragödie würde ich die Inquisition wirklich gern unterstützen, doch leider hat der Krieg zwischen Magiern und Templern auch mein Land schwer in Mitleidenschaft gezogen. Ich kann euch aber verraten, dass es an der westlichen Grenze des Arltums Radcliffe eine ausgesprochen profitable Mine gab, die von den Templern geschlossen wurde. Ich kenne den derzeitigen Zustand der Mine zwar nicht, aber wenn ihr sie auszubeuten wünscht, sollen sämtliche Erträge von jetzt bis Widerstandsend, bis Wintersend, Entschuldigung, euch gehören. Hochachtungsvoll, Earl Tegan Guren. Ja, ich kenne die Mine, von der er spricht. Wir sollten sofort Truppen in Marsch setzen. Dann macht das mal. Inquisitor. Und das haben wir abgeschlossen. Ressourcen des Pfahlbruchs. Blutlotus und Dämmerlotus. Sommerstein und blaues Vitriol. Elfenwurzel gibt es vor allem in der Nähe des Sumpfes. Wir sollten uns darauf konzentrieren. Ja, dann mach das mal. Dann wollen wir doch mal sehen. Ganz genau. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal hier um die Wächter kümmern. Hawk hat erklärt, dass Corypheus den Verstand grauer Wächter beeinflussen kann. Wenn die dunkle Brut sie unter seine Kontrolle bringt, hätte er eine Legion perfekt ausgebildeter Krieger. Die Inquisition muss Hawks Wächterfreund aufspüren, der sich in Kammwald versteckt hält, um mehr über die Pläne der anderen Wächter in Erfahrung zu bringen. Niemand hat Kammwald seit der Breche betreten oder verlassen. Liliana schickt ihre schnellsten Spione, um herauszufinden, welche Katastrophe sich dort ereignet hat. Ich bin gespannt. Wir müssen sicherstellen, dass uns im Kammwald keine Fallen erwarten. Ich kann Speer schicken, wenn ihr wollt. Dann macht das mal. Und ich bin gespannt, was sie herausfinden werden. Den Wächter finden. Eine hastige Kritzte von einer Brieftaube überbrachte Notiz. Inquisitor, Hawks Wächterfreund ist hier irgendwo, ist aber verschwunden, bevor ich mit ihm reden konnte. Der Kerl ist gut. Seid vorsichtig auf der Straße, jede Menge Untote. Die Leute hier brauchen unsere Hilfe. Alles weitere, wenn ihr hier seid. Harding. Neues Gebiet freigeschaltet. Okay. Ja, möchte ich. Wir nehmen mit. Selbstverständlich. Eiserne Bulle, Solus, Vivienne, Cole, Blackwall, Cassandra, Varric, Dorian, Sarah. Wir nehmen natürlich mit Blackwall. Wir suchen nach den Wächtern logischerweise. Wir nehmen mit
Sarah als Schurkin? Nee, Moment. Wir verzichten auf den Schurken und nehmen stattdessen Cassandra und Solus Vivian, ich bin mir nicht sicher. Wir nehmen mal Solus. Wobei wir auf Cassandra verzichten könnten, ausnahmsweise. Statt Cassandra nehmen wir Sarah mit. So. Machen wir das. Aber ein Magier muss sein, allein wegen dem Flächenzauber. Ich bin mir unsicher, ohne Magier zu gehen, weil Morrigan uns in Dragon Age Origins so oft das Leben gerettet hat. Ohne sie wäre das Durchspielen ja damals kaum möglich gewesen. Und daher denke ich mal, ist es besser so. Eine pikante Angelegenheit. Mehrere Monate nach dem Tod der göttlichen Clemens II. Kamen in Valrollio Gerüchte auf, sie sei in Wahrheit ein Mann gewesen. Was? Was? Stand das da gerade wirklich? Da habe ich das erfunden. Naja, auf zum Kammwald, Leute. Wir haben andere Probleme als zweifelhafte Geschlechtszuordnungen. Das war gut formuliert. Nee. Ich bin gespannt, was uns hier im Kammwald erwarten wird. Ich vermute mal ein leicht sumpfartiger Wald, recht nass und vor allen Dingen voll mit Untoten. Ein bisschen wie ein Pfahlbruch sozusagen. Aber vielleicht täusche ich mich auch und ich täusche mich nicht. Es ist schön, euch wohl aufzusehen, Inquisitor. Uns stehen ernsthafte Probleme bevor. Warum habe ich keine Rüstung an? Boah, die Texturen gerade sind toll auf unserer Kleidung. Ja. Ihr seid tatsächlich besorgt, das kennen wir gar nicht. Wenn ihr schon besorgt seid, sollte ich am besten gleich die ganze Inquisition alarmieren. Oder meine Gefahren zu Lager erhöhen, das wäre auch eine Möglichkeit. Ist die Lage wirklich so ernst? Oh. Kammwald war vor 10 Jahren während der Verderbnis Schauplatz einer Überflutung. Das ist zwar nicht der einzige Riss in der Gegend, aber seit er aufgetaucht ist, kommen beständig Leichen aus dem See. Ihr werdet euch durch sie durchkämpfen müssen, um zu der Höhle zu gelangen, der sich Sir Hawks grauer Wächterfreund versteckt. Wir sehen uns nie an netten Orten. Stimmt auch wieder, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon richtig schieben. Ja, seid ihr sicher? Oh, danke für die Warnung, ich fange sofort damit an. Dass sie sich sicher ist, daran ist kein Zweifel. Sie hat immer recht. Daher danke für die Warnung. Noch mehr wandelnde Leichen. Naja, zumindest können sie uns diesmal nicht überraschen. Neulich Nacht bin ich im Gras beinahe auf eine draufgetreten. Zum Glück hat sie vorher angefangen zu stöhnen. Vielleicht kann euch ja jemand in Kammwald erzählen, wie ihr den Riss im See erreicht. Der Erbauer weiß, sie werden für eure Hilfe dankbar sein. Viel Glück und passt bitte auf euch auf. Natürlich, meine Liebe. Schicke Klamotten. Magierkapuze. Ist. Kann man überhaupt gar nichts anhaben? Tatsächlich. Das ist ja cool. Nein, wir ziehen natürlich wieder unsere alte Rüstung an. Um Gottes Willen, nein. Verwelscher Soldatenhelm, 15 Rüstung. So. Okay. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Hier haben wir Elfenwurzel. Ein Riss im Wasser. Haben wir so auch noch nicht gesehen und ja, das Klima ist mal wieder feucht. Feucht, feucht. Requirierung. Paragon-Schimmer. Schlangenstein haben wir. Obsidian. Hör mir auf mit Obsidian. Oh, immer wieder. Verwechseln brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind Informationen von unserem Offizier. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürfen. Ja, bitte. Setz mich ins Bild.
Naja, Obsidian, ist schon klar. So, ein neues Gebiet. Ich bin gespannt, wie riesig es sein wird. Wupp, oh, es geht ja. Stille Wasser. Seit dem See ein Riss erschienen ist, wird Kammwald von Untoten in Angst und Schrecken versetzt. Es muss eine Möglichkeit geben, den Riss zu schließen. Hilf Kammwald, die Untoten zurückzuschlagen. Sollten wir vielleicht mal zuerst machen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, zu diesem Riss im See zu kommen. Bedeutet dieser Riss, dass jetzt gerade Wasser ins Nichts läuft? Solus, ich erwarte eine Antwort von dir. Ich bin enttäuscht. So, wir haben, glaube ich, Stufenaufstiege ohne Ende, oder? Sehe ich das richtig? Null. Jetzt bin ich gerade komplett raus. Einer. Machen wir mal rotes Tuch. Einer auch für Solus. Geistschlag. Du bringst Gegner mit einer Explosion deiner Willenskraft ins Straucheln. Ah. Verjüngende Barriere, das ist super. Und auch einen für Sarah. Tod von oben. Du verursachst mehr Schaden, wenn du von einer erhöhten Position schießt. Warum nicht? So. Haben wir es auch geschafft. Wie gesagt, vom Skillsystem her kommt mir das sofort, als würden wir bald alle Fähigkeiten durchhaben. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Ah ja. Ein Sack zum Plündern. Kehlhaut. Cool. Altkammwald. Okay. Wie sieht denn das Schild aus? Ein Bärchen. Da oben drauf ist auch eine Figur. Da oben drauf ist... Ah, das sind Steine. Ah doch, das sind Figuren mit Fahnen. Cool. Ah, okay, wir haben hier bereits Feindesmarkierungen. Entdeckt Osthügel. Oh mein Gott, ich glaube, man merkt, dass ich schon länger nicht mehr Dragon Age gespielt habe. So. Wir müssen mal ganz kurz etwas nachschauen. Charakterbogen und die Spezialfähigkeiten gefallen mir so gar nicht. So, ja, ich rede sofort mit euch. Einen Moment, Leute. Ja, Waffe und Schild, nein. Zweihandwaffe, genau. Hier das zum Beispiel muss auf jeden Fall. Dahin, um Gottes Willen, auf jeden Fall. So. Graue Wächter. Die grauen Wächter danken euch für eure Hilfe, Inquisitor. Graue Wächter? Ja, warum seid ihr hier? Was macht ihr in Kammwald? Ein Wächter namens Stroud soll zum Verhör gebracht werden. Er soll hier durchgekommen sein, aber die Dörfler wissen nichts. Sie haben schon genug Schwierigkeiten. Ja, und was wisst ihr über ihn? Was wurde euch über diesen abtrünnigen Wächter erzählt? Kommandantin Clarell hat seine Verhaftung angeordnet. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, Sir Stroud wird uns freiwillig begleiten. Ich habe eine Weile unter ihm gedient. Er ist ein guter Mann. So viel steht fest. Okay. Ja, und ihr könnt bleiben und helfen? Werdet ihr bleiben, um die Untoten hier zu bekämpfen? Meine Befehle verbieten es mir. Kammwald war nur ein Abstecher für uns. Ist das etwa alles, was wir für diese Leute tun können? Falls die Inquisition helfen kann, bitte ich euch inständig, es zu tun. Die Dorfbewohner haben schon zu viele Leute verloren. Ja, helft doch selber, Mann. Lebt wohl. Lebt wohl. Hilf Kammwald, die Untoten zurückzuschlagen. Wenn wir dem Dorf nicht helfen können? Unsere Befehle sind eindeutig. Wenn wir Wächter Stroud nicht finden, müssen wir schnellstmöglich...
aber das fühlt sich falsch an. Ich weiß, aber wenn ich unsere Befehle richtig deute... Keiner dieser Wächter hat einen neuen Anführer erwähnt. Ich glaube nicht, dass sie zu Korypheus Plan gehören, den Orden zu unterwerfen. Genau, weil sie es uns sonst gesagt hätten? Ich hoffe, Hawks Wächterfreund hat Antworten für uns. Das wird immer mysteriöser, merkt ihr das? Boah, und die Umgebungen, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man muss das Spiel wirklich gespielt haben. Das ist... ohne Worte. Oh Gott. Oh Gott. Untote an den Toren. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben Hamwald gefunden. So. Danke für eure Hilfe, aber ich fürchte, wir müssen noch weitere dieser Kreaturen einstellen. Das sollte nicht allzu schwierig werden, so stark waren die nämlich nicht. Sprich mit dem Bürgermeister von Kamwald. Hättet ihr einen Moment, Herr Knapp? Was geht hier vor? Seit dieses grüne Leuchten erschienen ist, kommt ständig Untote aus dem See. Der Bürgermeister kann euch mehr darüber erzählen. Ich hoffe, Andraste schickt euch, euer Gnaden. Wir sind hier seit Wochen gefangen. Wir werden selbstverständlich tun, was wir können. Hier wartet auch eine weitere Aufgabe auf uns. Und ich würde sagen, hier in Kamwald eingetroffen, ist es Zeit für einen weiteren Schnitt. Und hier mit dieser Mission beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Generell müssen wir natürlich noch die Häuser erkunden und vor allen Dingen mit Hilfe des Bürgermeisters herausfinden, was hier vor sich geht und wie wir den Riss erreichen können. Wow, da hat ein Blitz eingeschlagen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Dragon Age packt mich schon wieder, es ist unglaublich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in Kamwald. Mit einer Horde Untoten vor der Tür. Bis dann, Leute.